Hallo und willkommen zurück bei Let's Play FIFA 14 Karrieremodus. Wir sind jetzt schon in Folge 11 angelangt. Mit unserem Verein York City. Und ich bin heute tierisch gespannt, wie der neue Stürmer einschlägt, gegen den wir jetzt spielen dürfen. Jetzt müssen wir hier schon mal auch schauen. Ich glaube, es gibt hier gerade erstmal eine kleine Pause. Ja, Moment, da stoppen wir mal. Ja, da steht auch. Auf, stoppen. Hier steht was im Büro. Was sagt man im Büro? Aktuelles aus Korea. Okay, wollen wir mal reinschauen. Ich hoffe gerade, dass man nicht hört, dass hinter mir, unter mir gehämmert wird, weil in der Wohnung, die wird renoviert. Ich wollte jetzt aber nicht warten, bis unten aufgehört wird, deswegen bin ich jetzt direkt hier mal in die Aufnahme gegangen. Okay, jetzt haben wir natürlich nur nach rechten Verteidigern gesucht, die aber auch echt nulpig sind, ne? Yong Da Hwan. Hat aber auch Innenverteidiger-Qualitäten, Stärke, Beschleunigung. Nee, bin ich jetzt gerade nicht so. Not so amused. Pass mal auf, wir machen was anderes. Ach, die ist mir ja auch halt zu alt, sag mal. Guck mal hier nochmal. Okay, wir wollen den Scout, der hier scoutet. Wo ist es denn hier? Da wollen wir doch mal die Aufträge ändern. Aber nee, da sucht er eigentlich Innenverteidigung. Macht er ja eigentlich. Okay, nee, dann soll er mal so weitersuchen. Der erste Bericht war mal okay, aber ja. Weitergesucht. So, Pressekonferenz. Wie ich immer aufpassen muss, dass ich die Dings hier nicht verpasse. So, wir haben noch was. Ups, noch was Neues aus Korea. Oh, jetzt geht's hier Schlag auf Schlag in der Sommerpause. Ein Spieler gefunden, der ihren Kriterien entspricht. Ey, noch so ein Branko Ilic. Ein 30-jähriger Rechtsverteidiger. Nein. Pressekonferenz. Vor dem nächsten Spiel in Bury. Ja. Ich motiviere mal, oder will ich mal, was kann ich denn beim gegnerischen Trainer machen? Ihn loben oder verunsichern? Abbrechen auf jeden Fall. Man weiß es nicht. Lass mich gerade mal hier die Mannschaft von. Kann ich mir die Mannschaft von Bury anschauen? Warum kann ich mir oben nicht. Merde. Ich würde jetzt gerne. Hier oben steht es ja angezeigt. L1, R1, York City ist aber ausgeblendet, deswegen kann ich hier nicht rüber. Ich würde nämlich gerne mal die andere Mannschaft angucken, was die für Spieler haben. Kann ich leider nicht machen. Dann werde ich mal meine Mannschaft weiter motivieren. Ja, was anderes bleibt mir nicht übrig. Wir haben die letzten Spiele ganz gut gemacht. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Nee, das stimmt so gar nicht. Im Pokal sind wir ausgeschieden. Das letzte Spiel gegen den Tabellenvorletzten haben wir 0:0 gespielt in der Liga. Sieht alles andere als rosig aus hier. Wollen wir mal schauen. Wir haben jetzt nochmal einen rechten Verteidiger, einen neuen dabei hier. Wo ist er hier? Bartram. Den kann ich bringen. Miss McGurk. Ne, die sind eigentlich auf der Innenverteidigerposition schon gesetzt. Will ich mal so lassen. Zentraldefensiv Montrose. Rechts außen Puri und dann Parslow Platt. Hier ein neuer Spieler, Dagfuß, den wir von Mainz gekauft haben. Ich hoffe, das war mehr als nur ein Schnäppchen. Ich habe mir überlegt, Graswell, den kann ich auch ins offensive Mittelfeld vielleicht mal stellen. Der ist relativ aggressiv, aber nicht so schnell. Naja, das ist halt sein Nachteil, dass er nicht schnell ist. Aber gut, kopfballstark ist er dafür. Ein starker, aggressiver Spieler. So, gehen wir jetzt das Spiel einfach mal an gegen Bury und schauen mal, was da werden wird. So, was die kommende Partie angeht. Oh, Fletcher schreibt mir was. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form, fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich im nächsten Spiel nicht auf der Bank sitzen werde. Doch.
Wirst du. Aber vielleicht bringe ich dich zur Halbzeit dann rein. Weil Chambers, mal gucken, wie Chambers das spielt, dann bringe ich vielleicht Fletcher wieder. Ich will mich jetzt auch nicht so viel von den Spielern beeinflussen lassen. Jetzt habe ich ja das letzte Mal hier schon Parslow eingewechselt, nachdem er mir da geschrieben hat. Dann hat er auch ganz okay gespielt, er hat auch ein Siegtor gemacht, aber seitdem war auch nicht mehr so viel zu sehen von Parslow. Gut, jetzt spielen wir mal so gegen Rot gegen Weiß. Na, müsste eigentlich gut zu erkennen sein, oder? Wir können aber wir können auch was anderes machen. Jetzt bin ich wieder rausgegangen, danke. Ne, wir können in Blau spielen und die spielen ganz in Rot. So ist es vielleicht am günstigsten jetzt gerade. So, unsere Aufstellung. So gehen wir es an. So, und jetzt geht's rein in die Partie. Jetzt dürfte das Klopfen, falls man es vorher überhaupt gehört hat, nicht mehr zu hören sein, weil das Publikum hoffentlich genug Lärm macht. Hier in unserem Heimstadion im Town Park. Ich glaube, das ist aber so ein Standardstadion, glaube ich. Na gut. Bury ist auf jeden Fall nicht in der oberen Tabellenhälfte. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo die stehen, wie die stehen. Ist mir auch völlig Bums. Muss ich jetzt mal sagen. Versuche hier mein Spiel zu machen und dann wird es schon laufen. Ich bin immer noch dabei zu überlegen, ob ich das mal mache hier. Ein Spiel nur mit den Kommentatoren, die hier von FIFA 14 eingesprochen sind, zu machen. Wasser! Schade. Wow. Denk mal, eine schöne Kombination nach vorne hier über den neuen Mann. Und es gibt Eckball oder Abstoß. Ich glaube, es wird Abstoß geben. Direkt mal einen Vorstoß hier gemacht nach knapp einer Minute Spielzeit. Jetzt 2 Minuten Spielzeit. Hat letztes Mal fast eine gute Kopfballchance gehabt. Betonung liegt mal wieder auf fast. Puri mit dem Flankenwechsel. Chambers, Taft verliert die Kugel. Glück gehabt, zumindest hat er sich dann den Ball wieder geholt. Ah, McGurk. Komm, bleib doch dabei. Ich möchte gerne mit dir spielen. Platz jetzt hier mal. Auf Chambers, der die Flanke bringen kann. Der war aus, wa? Schade, zumindest dann war er aus. Nach dem Kopfball von Puri. Okay, wir machen hier einen starken Beginn. Jetzt nach 5 Minuten, vielleicht die nächste Chance. Thomas hat schwer den Ball. Okay. Ingem, was war jetzt der erste Ballkontakt war für meinen Thomas? Platt. Okay, von meinem Stürmer haben wir noch nicht viel gesehen. Der hat aber auch noch nicht viele Bälle bekommen jetzt hier. Jetzt hier mal. Ach, der war nicht schön. Komm, geh ran an den Ball. Muss doch mal einer holen jetzt hier. Na. Neuer Aufbau. Nach einer halben Stunde ist jetzt noch nicht viel passiert hier. Nach den ersten Anfangsminuten, die ja doch, wo wir doch gut nach vorne gespielt haben. Tun sie jetzt nicht mehr mit Ruhm bekleckern da. Zumindest stehen wir nach hinten jetzt noch sicher. Es geht ja nichts mehr nach vorne hier. Parslow ist mal bei außen mit Taft. Der neue Stürmer kann. Okay, es war interessant hier, wie der Thomann den Ball abgeblockt hat. Kann Oyebanyo mal eine Flanke bringen? Nein, kann er nicht. Dann kann sich Blatt aber nicht durchsetzen. Bis ich überlegt hatte, was ich mache, wo ich den Ball hinpasse, war er schon wieder weg. Da hat Blatt sich einfach zu lange überlegt. Dark Fuß kann sich da auch nicht durchsetzen. Ey, wie die aber auch immer mit einer komischen Körperbewegung überhaupt meinen Spieler hier irgendwie einfach Schachmatt setzen.
Chambers. Doc Fuß. Platt. Das war jetzt aber auch nicht dahin, wo er hin sollte, gell? Okay, Oyebanyu, pass mal auf, gleich ist Halbzeit und es wird aber nichts passiert hier. Nischt. Niente. Montreal, vielleicht nochmal einen Angriff. Komm, 2 Minuten Nachspielzeit, da kann man doch vielleicht nochmal einen Angriff hinkriegen. Platt verliert die Weltkugel. Aber... Ach nein, ey, da kriegen die auch keinen vernünftigen Pass da zusammen hin, hey. Meine Güte. Rooney. Oh nee, die haben Rooney im Team. Ist Rooney in England so ein Name wie bei uns der Müller? Über jede Mannschaft der Müller? Nee. Oh see, okay, okay. Was mache ich denn jetzt? Jetzt steht es ja noch 0-0 zur Halbzeit schon wieder. Da muss doch mal ein Tor her. Da muss doch mal irgendjemand da sein, der ein Tor macht. Müssen wir wechseln zur Halbzeit jetzt. Okay, geht erstmal doch ohne Wechsel weiter. Aber irgendwas muss ich jetzt mal machen, hey, jetzt. Wir wollen jetzt hier mal... Nee, natürlich nicht defensiv, sondern ein bisschen offensiv halt spielen. Und versuchen nicht so häufig den Ball zu verlieren, so wie Platt jetzt hier schon wieder. Ja, ein Test war das. Da muss man doch mal irgendwie konstruktiv was zur Sache bringen. Jetzt Puri! Nein, da hat immer... Da kriegt er noch den Fuß dazwischen, der Abwehrspieler. Hat sich Puri einfach mal durchgesetzt und ist Richtung Tor gelaufen. 2-3 Schritt. Und bis er aber schießen konnte, war dann der Fuß da. Okay, jetzt hier. Eckball. Harmlos. Harmlos. Genau. Parslow nimmt sie jetzt mal die Kugel. Genau. Auf Puri. Und Darkfuß kann sein erstes Tor machen. Da hat der Tormann... Das war jetzt irgendwie ein Tormannfehler. Kann das sein? Kann das sein, dass das ein Tormannfehler war? Der konnte den Ball nicht festhalten. Und dann macht mein neuer Spieler das 1-0. Das war ein schöner Pass hier von Puri. Und dann hat Starkfuß auf Anhieb nicht geschafft. Aber er bekommt den zweiten Ball. Da hat er mehr Glück gehabt als meine ganzen Spieler in den letzten Spielen. Er bekommt den zweiten Ball und den kann er dann reinmachen. Ja, ein 1-0. Früh im Spiel, in der zweiten Halbzeit, das 1-0. Kommt mit dem Mainzer Darkfuß jetzt hier so ein bisschen wieder Schwung in meine Mannschaft rein. Das war vielleicht das, was uns gefehlt hat hier. Ein bisschen mehr Torgefährlichkeit. Platt holt sich schön den Ball. Platt, Platt, Platt. Verliert den Ball, aber ach, wir behalten die Kugel. So, die Stürmer von Bury machen sich schon mal warm hier. Ja, wird mal Zeit für einen Wechsel. Wir wollten ja Fletcher nochmal eine Chance geben. Nach der er förmlich gebettelt hat, eingesetzt zu werden. Aber gleich, jetzt darf hier nochmal Puri aufs Tor schießen und Parslow übers Tor köpfen. Oder war das Sackfuß? Das war der neue Mann sogar, Sackfuß. Schon fast, schon wieder mit einer zweiten Torchance. Oh, ich glaube, da geht noch was. Hm? Mit ein bisschen Glück geht noch was. Jetzt warten wir dann mal auf die nächste Unterbrechung und dann wechseln wir Fletcher ein. Na, Bury fast mit einer Torchance. Oyebanyu kann den Ball aber hier erstmal rausklären. So, Chambers. Den ich jetzt gleich auswechseln werde. Ich habe ja schon angekündigt vor dem Spiel und dann hat er im Spiel auch nicht so viel gezeigt, dass ich ihn
hätte drin lassen können. Abseits von Oyebanyo. Ja, da beschwert er sich, aber da war er, hat er nicht aufgepasst. Ja, da war er 2 Meter hinter der Abwehrspieler. Jetzt wechseln wir aber. Die Chance nutzen wir jetzt aus. Jetzt geht Chambers. Und Fletcher kommt, der ja in guter Form ist. Vielleicht kriegt er heute nochmal eine Chance. Erstmal. Whoopsi. Okay. Ingham. Abwurf, das kann er ja nicht so gut. Das ist direkt mal Fletcher hier. Der Platt den Ball ein bisschen doof in die Hacken spielt. Aber gut. Ja. Selbst wenn die den Ball verlieren können, schaffen die es immer noch, den Ball irgendwie weiterzugeben. Doug Fuß jetzt eben hier auf Fletcher, der noch frisch ist. Aber den Ball nicht bringen kann. Platt mit der Flanke und Doug Fuß mit dem 2:0. Ja, Mann. Nee, das war nicht Doug Fuß. Das war... Wer war denn das? Der blonde Mann da in der Mitte. War doch nicht Puri. Fletcher legt den Ball zurück. Die Flanke. Und wer macht das Tor? Ich möchte es gerne mal die Nummer sehen. Zeige mir die Nummer. Puri. Schmeißt sich da rein und köpft den Ball an die Unterlatte. Zum Glück spielen wir hier im Town Park und nicht im Wembley. So dass es hier 2:0 steht. Ja, da konnte sich Fletcher hier mal gleich zeigen, behält die Übersicht und gibt den Ball zurück. So dass die Flanke kommen kann. Und dann steht da einer in der Mitte, der die Kugel verwerten kann. Okay, vielleicht nochmal über die andere Seite hier. Parslow, Fletcher. Okay, doch wieder über die rechte Seite hier. Ach, lauf doch nicht weg. Platt! Und wieder ein Fuß dazwischen. Jetzt kommt eine Wechselung. Eine Auswechslung hier. Harrod kommt für Grimes. Wir könnten auch nochmal vielleicht wechseln, aber ich wüsste jetzt gerade nicht... Wen? Die gefallen mir eigentlich ganz gut hier. Ich könnte höchstens... Ja, was ich machen könnte, ist, dass ich jetzt nochmal... Das könnte ich machen. Passt mal auf. Ich werde jetzt hier Puri rausnehmen und dafür... Für Puri kommt jetzt hier Colson rein. Ja, genau. Der ist nochmal schnell. Vielleicht bringt er mir nochmal hier einen Schwung auf der rechten Seite rein. Machen wir jetzt noch schnell vor der Eck... Entschuldigung. Machen wir jetzt noch schnell vor dem Eckball. Puri, der heute ja mal ein Tor gemacht hat. Parslow kann hier leider nicht aufs Tor schießen. Aber nee, so im kleinen Spielen, das klappt da natürlich nicht gern mit der Mannschaft. Da konnte er nicht mehr. Dann machen wir jetzt noch einen Wechsel. Pass auf, jetzt machen wir jetzt einfach nochmal einen Wechsel. So ein bisschen als Belohnung wechsle ich ihn jetzt nochmal kurz vor Schluss aus. Wenn es sich noch ergibt, natürlich. Boah, jetzt wählt er mit dem Spieler ab, gell? Fletcher Taft. Okay, wir behalten jetzt mal den Ball. Was klingt denn da Oyebanyo abseits? Wenn wir mal vielleicht nochmal über die Seite. Komm, schick mal Doug Fuß doch nochmal. Das sollte ich aber nicht verletzen hier. Da kommt er dann nicht an der Pass. Ich glaube, das mit der Einwechslung von Cresswell wird jetzt nichts mehr hier im Spiel.
So, versuchen sie es nochmal mit die rechte Seite. Oh, jetzt kriegen sie direkt eine Flanke rein, die aber zu weit geht. Der Spieler pfeift ab und Graspel schickt immer noch an der Außenlinie, wird leider nicht mehr eingewechselt. Naja, kann man nichts machen. Wir gewinnen mal wieder ein Spiel und zwar mit 2:0. Ja. Nachdem wir jetzt ja im Pokal ausgeschieden sind und das letzte Spiel nur 0:0 gespielt haben, schaffen wir heute durch unseren Neuzugang Duckfuß und unseren, wie soll ich sagen, unsere alte Kanone im Mittelfeld, Pugi, ein 2:0. Hier, Duckfuß setzt sich hier durch, gewinnt den zweiten Ball vom Tormann zurück und macht die Bude dann. Und Puri, vielleicht ist auch der Knoten geplatzt, wollte ich sagen. Ja, die Einwechslung von Fletcher hat sich bezahlt gemacht. Er hat das 2:0 vorbereitet, also war dran beteiligt zumindest. Hier Platten nochmal im Schussversuch und Puri, glaube ich, auch nochmal mit dem Schussversuch. Parslow hat ja auch nochmal geschossen. Puri mit einer 8,4. Das war eine ganz gute Wertung jetzt hier. Leider nicht Man of the Match. Ich denke mal, doch, Puri ist Man of the Match geworden. Ich wollte sagen, der Torhüter vom Gegnerteam ist Man of the Match geworden, aber sie haben 2:0 verloren und der hat auch nur eine 6,3. Nein, Puri mit einer 8,4. Duckfuss mit einer 7,4. Montreux, Smith und Taft. Ja, also durchwegs gute Nummern hier. Außer die linke Seite hat mich so ein bisschen enttäuscht. Hier Chambers und Fletcher. Ich glaube, ich werde Fletcher im nächsten Spiel wieder von Anfang an spielen lassen. Der neue Stürmer hat auf jeden Fall schon mal eingeschlagen. Freut mich. War schon mal kein Schuss in den Ofen. Wollen wir mal gucken, wie sich der Junge entwickelt. So, jetzt haben wir hier wegen meinen Einsatzzeiten. Moment, aktuelles aus Korea. War das jetzt eine neue Nachricht hier? Nee, war keine neue Nachricht hier. Nee, das war hier Nachrichten von Spielern. Fayfield. Auch wenn ich nicht zu den Top-Spielern dieser Mannschaft gehöre, so sollte ich trotzdem mehr Einsätze bekommen. Ja. Zur Kenntnis genommen. Fletcher. Ja, bedankt sich, dass ich ihn zur zweiten Halbzeit gebracht habe. Ist okay. Gerne. Immer wieder gerne. So, jetzt, bevor das nächste Spiel angeht, wollen wir mal schauen. Wer hat uns denn jetzt hier Montrose? Moment. Ist das jetzt? Ja, okay. Chambers steht hier wieder drin. Ich lasse auch Chambers jetzt hier wieder von Anfang an spielen. Also Anfangsformation hat mir ganz gut gefallen. Der Einzige, der jetzt hier so ein bisschen rausfällt, ist Blatt, wobei Blatt immer mal wieder zu Torchancen kommt. Jetzt nehme ich hier wieder Fifield rein. Fifield. Milbank kann ich leider nicht einsetzen gerade. Jetzt wollen wir ja mal meinen Sortierwahn wieder frönen und hier ein bisschen was in basteln. Entschuldigung, jetzt habe ich hier erst die Stürmer, dann die Verteidiger und dann das Mittelfeld. Aber das Mittelfeld, was ich hier draußen sitzen habe, der einzig interessante wäre noch Murray. Aber, nee. Davis, Bartram. Davis war ja, ich glaube, der standardmäßige Spieler auf links. Naja, gut. Okay. Ja, unsere Mannschaft steht jetzt zuerst mal. Wollen wir mal schauen, was so in nächster Zeit passieren wird. Duckfuss ist der mit der 25. Ja, der darf die 25 behalten. Weiß gar nicht, was er hier so in Mainz für eine Nummer hatte. Scouting läuft. Okay, und wir warten dann in der nächsten Partie. Weiß gar nicht, gegen wen dies sein wird. Wir wagen hier nochmal einen kurzen Ausblick. In der nächsten Partie geht es dann gegen Cheltenham Town. Die sind aktuell Platz 6, also 2 Plätze hinter uns. Wir haben uns hier auf Platz 4 erstmal gefestigt, ist jetzt zu viel. Nach oben ist, wir haben 13 Punkte, nach oben hin sind wir auf jeden Fall schnell dran und wir können aber auch direkt gleich wieder 3-4 Plätze abfallen mit einer Niederlage. Wenn wir gegen Cheltenham gewinnen, wäre das schon mal gut, dann können wir so einen der aktuellen Mitkonkurrenten so ein bisschen auf Abstand halten. Das wäre schon mal ganz gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen für die Folge heute. Heute gab es ja mal wieder ein 2:0.
Und dann seid ihr auch in der nächsten Partie dabei, wo es vielleicht immer ein bisschen spannender wird gegen einen direkten Mitkonkurrenten. Hier oben im oberen Tabellendrittel. Ja? Okay, vielen Dank und dann bis die Tage. Ciao, ciao.